Digga, 6-mal Megabox gratis im Shop Star Shelly WTF. Oh mein Gott, Digga, zu krank. Und Abgau, Alter. Oh mein Gott. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein ultra krasses Video. Wir schauen uns im heutigen Video die 10 seltensten Geschenke an, die es bisher in Brawl Stars gab. Dabei sind ultra krasse Geschenke, sage ich euch jetzt schon mal. Und diese Geschenke haben einfach nur knapp 1% aller Spieler oder weniger als 1% aller Spieler eben bekommen, weil sie eben so krass selten sind. Und ich habe euch eben auch in diesem Video erklärt, wie ihr diese Geschenke genau bekommen habt. Das heißt auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like da, kostenlos aber auch gerne, und schreibt mal, welches davon habt ihr vielleicht sogar geschafft zu bekommen. Würde mich mal sehr interessieren, Leute. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit dem ersten Geschenk. Let's go. So, Leute, das erste würde ich tatsächlich als Geschenk bezeichnen. 140 Megaboxen, das war vor kurzem ja auch, das wissen noch ziemlich jeder, für 1,99 Euro. Entspricht nicht dreimal wert, wie dort steht, sondern 350 mal wert. Schauen wir uns das direkt mal an, wie sich das Jan hier geholt hat. Er hat es nämlich geschafft. Hallo. Das spackt ein bisschen rum jetzt. Und zack, Leute, da ging es dann los mit den 140 Megabox. Er hat sie richtig durchgedrückt. Wie ist das möglich gewesen? An einem Samstag konnte man zwischen 8 Uhr morgens beim neuen Shop bis ca. 8.15 Uhr bis oder 8.20 Uhr dieses Angebot kaufen. Dann wurde der Fehler entfernt von Supercell. Ja, mega krass, Leute. Ist das heftigste Geschenk, oder das heftigste vom Wert her, was man bisher so bekommen hat. Aber wir machen weiter mit, Geschenk Nummer 2. Geschenk Nummer 2 ist tatsächlich ein YouTuber-Geschenk, Leute. Nur wenn ihr YouTuber seid, habt ihr das damals bekommen. Und damals, ja, war Kevin so ziemlich der einzige YouTuber sogar in Deutschland, der dieses Geschenk bekommen hat. Geisteskrank, Leute. Ihr seht schon, der Brawl Stars Support hat dir einen neuen Skin geschenkt. Das hat man, wie gesagt, nur als YouTuber bekommen. Und ich würde sagen, wir zeigen euch das Ganze einfach mal. Es ist schon ein bisschen länger her, wie ihr sehen könnt. Aber egal, Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was uns der Support, also super, oh mein Gott, Alter, zu krank, geschickt hat. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... LOL! Nein, es ist der... Oh mein Gott. Ja, da so würde ich auch reagieren, wenn ich Nachthexamortis bekomme. Aber ey, for free einfach mal Nachthexamortis als Geschenk, WTF. Es ist der hässlichste Skin der Welt. True, man. Ohne Spaß, Leute. Trotzdem auf jeden Fall sehr krass. Das hat man, wie gesagt, nur als YouTuber tatsächlich bekommen. Und wir machen weiter mit Geschenk Nummer 3. So, Leute, Geschenk Nummer 3 ist wirklich zu krank. Und zwar einfach mal im Shop Star Shelly, WTF. Oh mein Gott, Digga, zu krank. 3 und... Oh mein Gott. So heftig, Digga. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ist das möglich gewesen? Es haben wirklich so wenige Spieler nur bekommen. Und zwar ist es ja hierzulande nur möglich gewesen, wenn ihr einen China Brawl Stars Account hattet. Und das war eben gar nicht so einfach, einen China Brawl Stars Account zu bekommen. Und dann hatte man tatsächlich auch Star Shelly gratis im Shop. Sehr, sehr heftig, Leute. Haben aber natürlich sehr wenige Spieler nur bekommen, leider. Und ich würde sagen, wir kommen zu Geschenk Nummer 4. So, Freunde, Geschenk Nummer 4 habe ich erst gar nicht gesehen, weil es ein überraschendes Geschenk war. Aber schaut euch das Ganze einfach mal an. Es ist zu krank. Wir gehen jetzt zum ersten Mal auch in den Shop. Und da sehen wir schon Mr. P. Was? Oh mein Gott, Digga. Und Sonderangebot 6-mal Megabox gratis. Was? Digga, 6-mal Megabox gratis. Sowas ist so krank, Mann. Ist das denn, Digga? LOL. Und genau, wie war das Ganze möglich? Das hat man nur bekommen, wenn man sehr viele Pokale damals hatte. Und der Trophäenpfad wurde nämlich verändert in einem Update von dem Mr. P Update eben. Und nur wenn man eben richtig viele Pokale hatte und quasi über diesen ganzen Trophäenpfad drüber war, hat man dieses Geschenk bekommen. Sowas gab es seitdem tatsächlich ja nicht mehr so richtig. Und als nächstes, kommen wir zu Geschenk Nummer 5. Geschenk Nummer 5 ist meiner Meinung nach ein geisteskrankes Geschenk. Und das haben extrem wenige Spieler auf der Welt bekommen. Zum Glück ich auch. Und zwar ist das eben einer der heftigsten Skins in Brawl Stars. Und zwar Virus 8-Bit, Leute. Hier seht ihr ihn auf jeden Fall nochmal eingeblendet. Den Virus 8-Bit Skin. Und den hat man einfach teilweise gratis geschenkt bekommen, wenn man auch YouTuber ist tatsächlich. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Weil erstmal offline gehen an der Stelle. So, Freunde. Wir drücken auf Alter. Einfordern. In 5, 4, 3, 2,
1 und Abfahrt. Go, Alter. Oh mein Gott, Alter, ihr seht's, Freunde. Let's go. Genau, Freunde. Und das Besondere war auch dabei, dass man ihn geschenkt bekommen hat, bevor er offiziell rausgekommen ist. Das heißt, man hat den geisteskranken Flex in-game gehabt. Das war wirklich sehr, sehr geil. Ging auch nur, wenn man YouTuber war und einen Creator-Code, glaube ich, sogar hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt kommen wir zu dem Geschenk, was mit Abstand am seltensten ist, sogar von allem. Und zwar kommen wir jetzt zu dem seltensten Pin, den es in ganz Brawl Stars gibt, was auch ein Geschenk ist. Und zwar, ihr seht schon am Titel, Exclusive Pin for World Champions. Und das, also dieses Video ist von einem der letzten World Champion, also der die Weltmeisterschaft in Brawl Stars gewonnen hat. Er benutzt jetzt in-game den Pin, also auch mit seinen Mates, ne? Ich glaube, also das ist quasi das Team, was, glaube ich, Weltmeister wurde. Und jetzt achtet auf den Pin, den die hier raushauen. Und dieser Pin, Digga, den bekommt man nur, wenn man Weltmeister in Brawl Stars wird, bei der Brawl Stars WM. Krank einfach nur. Also das ist der größte Flex, den man haben kann. Auch Zeta, Ashapi hat den auf jeden Fall ausgewählt. Also dieses Pin-Geschenk, haben nicht 1% aller Spieler, sondern 0,000000000 und so weiter 1%, ne? Und wir kommen zu, dem nächsten Geschenk. Ja, Freunde, das nächste Geschenk, ihr seht es auch schon, die Star Shelly Skin Belohnungseinblendung. Oh mein Gott. Das haben natürlich auch extrem wenige Spieler bekommen. Und wir schauen uns mal an, wie das damals aussah. Das hat man nur bekommen, wenn man 2018 zum richtigen Zeitpunkt Brawl Stars installiert hat. Und dann eben dieses Fenster hatte. Den 2018 Brawl Stars Skin. Krank. Fangen wir an. Und gönnen uns den. Oh mein Gott. Star Shelly. Der einzige Skin, den ich niemals haben werde. Übrigens, der einzige außer Star Shelly, der mir aktuell fehlt, ist Chicken Rico. Aber den bekomme ich am Montag, glaube ich, wenn die Clubliga-Saison endet. Dann habe ich alle außer Star Shelly wieder. Wirklich alle, auch alle Gold Skins und Silber Skins und so weiter. Naja. Was soll man machen, Leute? Und wir kommen jetzt zu, Geschenk 8. So, Leute, Geschenk 8 ist tatsächlich einfach mal Griff. Jetzt frage ich jetzt, okay, warum Griff? Wir schauen uns das erstmal an. Oh mein Gott, Leute, hier sehen wir es auf jeden Fall. Herausforderung gewonnen. Griff ist am Start. Wie sieht das jetzt aus? 3, 2, 1. Oh. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Also, Freunde, Griff war damals in einer 15-Siege-Challenge und die war so schwierig, weil man nur zweimal verlieren durfte einfach. Und die Zusatzversuche haben extrem viele Gems gekostet, dass es dadurch tatsächlich unter 1% aller Spieler nur geschafft haben, Griff gratis zu bekommen durch diese Challenge. Also auch ein Geschenk, was extrem selten ist. Und das nächste Geschenk, Leute, sollten natürlich auch alle von euch kennen. 49 Gems für 49 Megaboxen. Auch das war ungefähr nur eine Stunde im Shop. Also eine Megabox für einen Gem statt 80 Gems, ne? Er ist natürlich komplett krank und dieses Geschenk haben auch unter 1% aller Spieler tatsächlich nur bekommen. Sehr, sehr schade. Ich hätte das auch gerne bekommen, habe ich leider auch verpasst, Leute. Aber ja, sehr krank auf jeden Fall. Und wir kommen zum letzten Geschenk, was sehr wenige Spieler nur bekommen haben. Und zwar ist das letzte Geschenk tatsächlich, hat man das nur bekommen, wenn man richtig gut getippt hatte bei der Brawl Stars WM. Dann hat man diesen Katzenbanditen Jesse Skin freigeschaltet und zack, da hat man ihn im Posteingang dann gehabt und konnte ihn einfach einfordern, Leute. Ich habe es zum Glück auch gerade so noch geschafft, es war aber sehr knapp bei mir. Kevin hatte besser getippt als ich damals und ja, diesen Skin haben extrem wenige Leute nur bekommen tatsächlich. Nicht jeder hat das verstanden, das System mit dem Tippen bei der Brawl Stars WM, nicht jeder hat so gut getippt auch. Und ja, diesen Skin haben tatsächlich auch sehr wenige insgesamt bekommen. Und ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt das Video gefeiert. Lasst nochmal ein Like da, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.